Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. Ja, in der letzten Folge sind wir bis hier gekommen. Wo ist das hier? Ah, dann mal los. Und haben Na, jetzt sieh mal ein an. neues Rätsel. Um was wetten wir? Sag ich ja, eine Art Schlüssel. Eins mit Stern für dich. Mal sehen, was passiert. Was ist das? Ein uraltes Häuserlerpuzzle? Das hier unten sieht aus wie eine Spitze. Aktive Scheibe wechseln. Ah, na wechseln. Klar. Ich mache einen Dreizack. Ja. Das ist ja nicht so besonders schwer. Ein bisschen. Das ist Ganisha. Hallo, Sir. Und jetzt? Jetzt drehen wir diese Kurbel und schauen, was passiert. Ist das sicher? Du weißt schon, dass Schatzsuchen nichts für Angsthasen ist, oder? Söldnerin sein auch nicht. Mit dem Unterschied, dass ich weiß, was passiert, wenn ich den Stift aus einer Granate ziehe. Auf meine Art macht's mehr Spaß. Hast du das gehört? Spürst du das? Wow. Fraser, sieh mal. Unglaublich. An der Seite des Berges ist ein riesiges Relief eingemeißelt. Und du dachtest, wir drehen an dieser Kurbel und gehen drauf. Gut, dass ich eine Archäologentochter dabei habe. War bestimmt eine tolle Kindheit, was? Ja, meistens schon. Ich habe viel gelernt. Das reichte Häuserler war sein Steckenpferd. Hat ihn aber viel Zeit gekostet. Also, ich will an der Schatzjagd auch ein bisschen was verdienen. Na klar. Ich riskiere mein Leben auch nicht umsonst. Das glaube ich dir. Wie eine Armee anzuführen, was? Eine große Verantwortung. Liegt mir im Blut. Ist die Firma meines Vaters. Er ging in Rente, ich rückte nach. Familienbetrieb? Hab's total versaut. Aber das weißt du ja. Hab gehört, du stehst den Drake-Brüdern sehr nah. Ja, naja. Heben wir das Thema für ein andermal auf. Also, wohin jetzt? Dieses Fort im Berg ist sicher ein Blick wert. Und ganz bestimmt auch das Fort im Seebett. Ja, danke, Controller. Ich hätte Drake fragen sollen, bevor ich den Job annahm. Da gibt's nicht viel zu sagen. Nate kenne ich ziemlich gut. Sam weniger. Moment, das Auto ist einfach so aufgetaucht. Müssen wir jetzt das Auto holen? Das ist jetzt die große Frage. Oder können wir jetzt einfach hier durch und zu Fuß weiter? Offenbar können wir nicht zu Fuß weiter. Gut, ich würde normalerweise davon. Kommen jetzt hier Gegner oder warum versteckst du dich jetzt gerade hier? Aber hier war doch eigentlich auch zu, oder? Ist nicht das Ding hinter uns zugegangen? Okay. Wir einen Weg nach draußen. Wer zuletzt am Wagen ist, zahlt das Essen. Ich habe Verpflegung dabei. Spaßbremse. Vor allen Dingen zahlt das Essen. Ich meine, ein Restaurant im Dschungel wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber offenbar müssen wir mit dem. Da kommt der Stand. Oh, Scheiße. Ja, klar. Wir werden sehen. Brüder, wo seid ihr? Seht ihr? Seht nach. Ross und Fraser sind hier vielleicht noch. Kommt raus und zeigt euch! Wir wissen, dass ihr hier seid.
Weg da, weg da, weg da. Blockier mich nicht immer. Und ich habe gerade noch gedacht, ja, da werden bestimmt wieder welche kommen, wenn sie schon so am Hocken ist, aber... So, Leute, jetzt ist die große Frage. Bewegt ihr euch auch ein bisschen oder steht ihr da immer nur dumm rum? Also mit ein bisschen meine ich jetzt nicht nur zwei Schritte. Die Frage ist, wenn ich die jetzt anschieße, ist ja alles mit der Deckung dahin, ne? Hm. Wo ist der andere Typ hier? Ach, da oben. Ja. Das sind allerdings zwei. Es wär schön, wenn du ein bisschen runterkommen könntest, weil da oben kann ich mich nicht verstecken. Ich weiß nicht, ob da oben noch einer rumkrabbelt. Im Prinzip wollen wir ja nur zum Auto, aber ich weiß nicht. Ich denke mal, mit dem Auto müssen wir auch nach hier rum. Deswegen wäre es schon ganz gut, wenn wir die vorher ausschalten würden. Es geht eigentlich hoch, Mann. Einen von uns hat's erwischt. Wir sind nicht allein. Durchsuch die Gegend. Nein, ihr seid allein, ihr braucht nichts zu durchsuchen. So, erstmal wieder neu formatieren hier. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo sie sind. Wieso habe ich jetzt eine Pistole? Hallo? Pistole 60, okay. Wem habe ich die denn jetzt wieder abgeknüpft? Oh. Das ist aber der eine Typ wieder, ne? Ja. Das sind immer noch zwei? Nee, drei mittlerweile. Die bewegen sich ja gar nicht vom Fleck hier. Okay. Mal schauen, hier lief doch einer. Genau, der lief da rum. Okay, wo bist du? Da, wo du mich nicht findest. So, da kann ich mich nicht gut verstecken, sagen wir es mal so. Das ist eine Schrotflinte. Das ist toll, dass das eine Schrotflinte ist. Die verschanzen sich echt da vorne, ne? Da sollte man eigentlich davon ausgehen, dass man die einzeln... Was ist mit dem Typen da? Der ist so rot am... Warum ist der so rot am Leuchten? Ich wollte gerade noch sagen, warum höre ich da hinten was? Okay, der hatte einen Helm auf. Ich schätze, das war wohl nicht so gut. Wir sind da drüben lang. Schau mal nach. Ich übernehme diese. Wir haben Fraser, sie. Bei der Säule. Der macht keinen Ärger mehr. Sehr schön. Okay, geschafft. Echt? Diesmal wirklich. Hast du gut hinbekommen, unter diesen Umständen. Unter diesen Umständen? Von dir ist das ein großes Lob. Das ist es. Ja, das Problem ist halt, dass sie sehr, sehr, sehr nah aneinander standen hier, ne? Ich denke mal nicht, dass ich die einfach mal so hätte ausschalten können. Deswegen habe ich mich dann am Ende doch dazu entschieden, den Rest zu ballern. So, Mädel, komm. Ich weiß nur nicht genau. Ja, sie springt einfach runter. Auch kein Thema. Ich stehe da oben, will mich gerade umsehen und sie springt einfach. Okay. Was ist eigentlich hier mit? Da haben wir auch noch nicht geguckt, ne? Da hätten wir vielleicht vorher mal gucken sollen.
haben wir denn da drin? Na? Na komm, nimm's an. Das muss was Großes sein, so wie das vibriert hat. Ein Granatwerfer. Wollt ihr mich veräppeln? Das sieht zumindest aus wie ein Granatwerfer. Nur der bringt uns nichts, weil wahrscheinlich dafür zum einen nicht oft Munition finden. Da behalte ich dann lieber meine... Ernsthaft jetzt? Ja, danke. Kein Thema. Ich wollte eigentlich nachladen. Hab aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Aber ist in Ordnung. Ist kein Problem. Oh, Leute. Und nicht euer Ernst. Was soll ich denn hier eigentlich machen? Wir können doch mit dem Auto nicht hier den Wasserfall runterfahren, oder? Oh, Mädel, kannst du nicht einfach fahren? Das wäre viel einfacher. Also, Berge und Seebett. Ja und ja. Ich will ja nicht runterfahren. Ich versuch's mal hier. Hey, nur dass das klar ist. Nathan Drake ist kein Thema mehr. Mach dir seinetwegen keine Sorgen. Ich hatte meine Bedenken. Warum hast du mein Angebot angenommen? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Vor allem, wenn alle nur darauf warten, dass ich scheitere. Das kenne ich. Aber andererseits... Es gibt ein andererseits? Naja, wenn die Leute nichts erwarten, ist es viel einfacher, sie zu überraschen. Meiner Meinung nach ist dieses Geschäft alleine schon schwer genug. Man muss alle Möglichkeiten ausnutzen. Hast du immer allein gearbeitet? Meistens. Wie alt warst du, als du anfingst? Jo, ich hab nur gebremst. Hab schnell gelernt, dass man die Leute glauben lassen muss, es geht nach ihnen. Und dann die Oberhand gewinnen. Das ist mir zu subtil. Mir war die direkte Art immer lieber. Tja, jeder wie er kann. Ach, das große da links ist, glaube ich, das zweite, wo die hin sollen. Genau. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da drüben, in der Klippenwand. In der Klippenwand. Kommst du? Verstanden. Meint ihr das hier? War da gerade was? Das war wahrscheinlich... Oh, da ist doch noch was. Das ist nicht gut. Das sieht nämlich nicht aus wie von den alten Imkern oder sowas. Oder irgendwelchen Urvölkern, sag ich mal. Das sieht eher sehr modern aus. Wenn da jetzt wieder nur ein Granatwerfer dabei ist, ne? Mit Zielfernrohr, ja. Ah, ist auch ein Schatz noch dabei, sehr schön. Was ist denn mit dem hier? Gehen wir da hoch? Brauchen wir anscheinend nicht. Also nur darunter, ja? Was ist das hier? Keine Ahnung. Das Äffchenparadies ist das. Fraser, komm. Hier, komm. Schau. Was? Was ist denn? Affen. Ja. Du freust dich aber. Ich mag Affen. Okay. In dem Gebäude da ist anscheinend was. Ja, Affen. Außer Affen. Ich sehe keinen Weg rüber. Ich auch nicht. Ah, der war gut. Da, schau mal, Affen. Ich mag Affen. Kommen wir da hoch? Das sieht nämlich eher nicht so aus, als ob wir da hinten weiterkommen, oder? Aber da kann ich auch nirgendwo was werfen. Aber das ist zu weit, um da rüber zu springen. Gucken erst nochmal. Achso, oder wir nehmen direkt den Weg hier. Was haben wir denn hier? Mal sehen. Bilde ich mir das ein oder ist das eine Karte?
sieht wie unsere Karte aus. Ah. Das notiere ich mir. Das Ding können wir nicht mitnehmen, weil da hängt doch irgendwie so ein Armband da dran, oder? Interessant. Eine Art Häusserler-Andenken. Andenkenjäger. Sehr schön. Da oben? Symbole? Da ist ein Schlitz. Genau die Größe eines Andenkens. Versuchen wir es. Es hat einige Stellen auf der Karte gefunden. Ja. Frag mich, was passiert, wenn wir alle finden. Okay. Also müssen wir dann nachher hier wieder hin? Sieh dir diesen Armreif an. Muss einer ihrer Königinnen gehört haben. Tja, und nu? Diese Figuren, das müssen die alten Häusaller-Könige sein. Insgesamt 11. Keine 13? Von wegen heilige Zahl und so? Tja. Hilft uns das, den Stoßzahn zu bekommen? Glaube nicht, aber... Es bringt Geld. Okay. Okay. Komm schon, lass uns weitermachen. Aber nicht hier. Die Frage ist immer noch, wie komme ich da hoch, weil ich denke nicht, dass die mich jetzt hier hochklettern lässt, ne? Nein, natürlich nicht. War ja klar. Das kleine bisschen kann sie wieder nicht hüpfen. Ich finde das immer so faszinierend. Die schlittern da wirklich jeden Abhang hinunter, klettern überall hoch, was so richtig unmenschlich ist. Und ja, das... So einen kleinen Vorsprung oder so kommen sie da nicht hoch. Wo sie sich eigentlich nur lang machen müssten und die Arme nach vorne ausstrecken müssten. Bei Gamesünden würde das wahrscheinlich heißen, weil Spiel. Aber wir kommen ja sonst doch nicht hoch. Können wir denn von außen irgendwo da rum? Dass wir da von der anderen Seite reinkommen? Da kommen wir ja hoch, ne? Das schafft sie zumindest. Aber wir dürfen nicht darüber, oder was? Ja, das ist ja ganz toll. Oh, was haben wir hier? Ein Schatz. Sehr schön. Immer wieder gut, wenn man dann doch mal ein bisschen die Gegend erkundet. Das hilft uns zwar jetzt bei dem anderen nicht weiter, aber immerhin. Ja, da hinten an die Ecke möchte ich eigentlich erst später... Ich finde das so genial, wie die da so ein Salto macht und dann eigentlich fast unten stirbt, dass sie da runterfällt, aber es doch schafft, sich da so perfekt rumzuhangeln. Aua, geh mir doch mal aus dem Weg, Mann. Ey, du siehst, wo ich lang gehe. Bleib bloß da stehen. Geh bloß nicht zwei Schritte zur Seite. Echt. So. Nee, aber das muss irgendwie von innen sein. Frage ist nur, wie? Ich kann ja nirgendwo hochklettern. Normalerweise würde ich sagen, es hat irgendwas mit der Kammer zu tun, aber wir können ja keine anderen Sachen da rein, daran machen. Hier haben wir auch schon alles durchgeguckt. Ah, Moment, können wir hier hoch? Nein, natürlich wieder nicht, ne? Ist ja auch nicht so, als ob man Räuberleiter machen könnte oder sowas in der Art. Aber ich will da hoch. Ich will zu den Affen. Hilf mir doch mal, dann kommst du auch zu deinen blöden Affen. Ah, Mann. Ich bin gleich so weit verzweifelt, dass ich jetzt einfach rüberspringe. Hier sind auch Äffchen auf unserer Seite. Das Grün, das kommen wir ja nicht rüber, ne? Und da hinten komme ich offenbar auch nicht hoch. Das
habe ich ja eben schon probiert. Vielleicht von unten, das weiß ich jetzt nicht. Weil von oben kommt sie ja anscheinend nicht hoch. Also da ist sie ja nicht so wendig, hat sie ja schon angezeigt. Ja, da hüpft sie ja nur dieses kleine Stückchen. Da kann sie nur noch 5 cm hochhüpfen, weil spielen, ne? Und da unten geht es halt auch nicht. Also ich kann hier nicht rüberspringen, das kann man vergessen. Es ist wahrscheinlich so einfach, dass ich es einfach nicht sehe. Was war das jetzt bitte? Felsvorsprung oder so ist hier auch. Boah, ja, fallt da unten runter, genau. Nee, also sie kann weder hüpfen, noch kann sie irgendwas... Sie hat aber schon gesagt, da ist was drin. Also eigentlich müssten wir wahrscheinlich da weiter. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt erstmal vielleicht mit dem Auto in die andere Seite müssen. Und dann da irgendwie so ein Teil zu holen, was wir dann hier einsetzen müssen oder so. Man weiß es nicht. Das ist doch doof. Frage ist auch noch, wie kommen wir jetzt da hinten hin? Und ist das wirklich das? Weil hier vorne rechts sollten wir auch noch hin, glaube ich, ne? Kann man da durch? Also fahren, meine ich? Wenn ich was sehen würde, dann wäre es einfacher. Ah, jetzt ist ein bisschen... Und der nächste. Sieht aus, als hätten wir Rebellen in der Nähe. Na gut. Sieht aus, als könnten wir wieder was knacken. Und dann wahrscheinlich wieder nichts finden, was wir brauchen. Aber egal. Wir probieren es trotzdem. Schön. Gut, ein Schatz und eine Handgranate. Wenigstens etwas, eine Desert-Kaliber. Welche haben wir denn? Sind das die gleichen Patronen? Ich bin mir nicht sicher. Normalerweise... Nee, das sind andere. Kaliber 45 hat die eine. Ja, dann nehme ich natürlich lieber die, wo ich mehr Patronen von habe. So, Moment, da hinten geht's rum. Aber wir müssen wahrscheinlich oben rum, nehme ich mal an. Genau, die ganzen Fliegen. Sauerei. Kommt die auch nochmal mit? Oder lässt sie mich jetzt hier alles alleine machen? Ich meine, dann schnappe ich mir einfach den Schatz alleine und hau ab, ne? Ist ja kein Thema. Ach nee, ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Sie ist hochgekommen. Das ist gut. Das ist nett, dass du mitgedacht hast. Damit sollte es klappen. Ja, ich finde es auch immer wieder cool, wie lang die Dinger sind. Man geht doch einfach diese blöden Stufen da hoch. Ich finde das immer wieder genial, weil ich kenne kein Auto, wo das Teil so lang ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob es ein Auto gibt, wo was wirklich so eine Kraft hat, also wo die Winde wirklich so eine Kraft hat, dass sie nicht abreißt und so, ne, wenn man sowas macht. Ja, kein Thema. Ich wollte zwar ums Auto rum, aber gut. Kommt. Lass uns reingehen. Was war das denn für ein Gebäude? Schwer zu sagen. Eine Festung? Sieht nicht wie ein Tempel aus. Ja, da mal rein. Ich bin schon drin, danke. Oh, Salah gegen den Tiger. Klingt nicht nach einem fairen Kampf. Salah hat gewonnen.
Er hat seinen Guru beschützt und das Tier mit einem Schlag getötet. Wenn die Häuser etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Tja, und wieder was gelernt heute. Das wird nachher abgefragt. Okay, ich schätze mal ganz stark, dass gleich überall die Typen da sein werden. Im Prinzip sind sie ja schon angekündigt worden. Die Frage ist jetzt, kommen wir da rüber, was ich eher nicht glaube, oder landen wir im Wasser, was ich eher glaube? Nein, 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 nein! Natürlich. Fraser, bist du okay? Ja, komm rein. Das Wasser ist sauber. Ich meine... Okay. Ah, hier, okay. Ich brauche aber erstmal ein bisschen Luft. Können wir hier schon so durch? Ich hasse es zu tauchen. Also, wenn ich in Spielen sterbe, dann sterbe ich meistens daran, wenn ich tauche. Komm, 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 komm. Ich sehe noch nicht meine Luftanzeige. Das ist das Problem. Aber sie hechelt auch nicht. Oh, die andere hat es nicht geschafft. Doch. Ich wollte gerade sagen, sie hechelt aber auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sterben können. Ach, die Dinger, okay. Hier ist ihre Kletterausrüstung. Die werden uns noch nützlich sein. Hallo, du brauchst selber eine? So nicht? Ich korrigiere. Unsere Kletterausrüstung. Okay, sie haben Haken aufgenommen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Wie war das? Mit X, genau. Und dann, ja, genau so. Oh Gott, das geht ganz schön aufs Handgelenk. Nö, aber muss jetzt durch. Du wolltest es unbedingt. So, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Draußen ist nämlich der Müllwagen am Vorbeifahren. Falls ihr irgendwas Lautes hört, es tut mir leid. Die haben die Angewohnheit, immer genau dann vorbeizukommen, wenn ich was aufnehme. Ich weiß nicht, woher die meinen Terminplan kennen. Wir können da aber nicht hoch, oder? Warum müssen wir uns denn da... Oder ist das nur... Kann ich da... Ich kann da von da aus ja nirgendwo hin, ne? Dann lass ich mal los. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch einfach fake gewesen. Tun wir dir. Oh, da hinten ist auch einer. Oh, den kann ich noch nicht mal runterziehen. Scheiße. Ich muss die aber definitiv ausschalten. Komm, komm, komm. Das ist doch scheiße. Also einen kann ich noch überraschenderweise ausschalten. Aber die anderen, die kriegen mich, die kriegen das mit. Hier ist nichts vor allen Dingen. Da hinten liegt seine Leiche. Naja, Leiche, ich meine, er ist bewusstlos oder so wahrscheinlich. Jetzt brauche ich auch nochmal ein bisschen Überblick hier. Der Typ ist jetzt hier hingekommen, oder? Die hängt schon oben. Okay, Mädel, ich versuche den rechten noch auszuschalten. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das funktioniert, was ich jetzt denke. Und du übernimmst die anderen, okay?
Nein, die sehen uns nicht, die sehen uns nicht. Wenn sie natürlich so rumbrüllt, die sehen uns, dann ist klar, dass sie uns sehen und hören. So, Moment, der Typ ist jetzt. Wo ist denn jetzt hin? Da oben. Ich glaub, wir sind sicher. Hast du was gefunden? Irgendwas? Nein, nicht. Da die ja nicht schwimmen gehen? Ist das eine gute Art, die alle auszuschalten und ein bisschen Waffen zu... Munition zu sparen, ne? Das sind nur noch die beiden, oder? Okay, ich hätte den hinteren jetzt vielleicht ausschalten sollen. Kann ich da hinten... Mal gucken. Theoretischerweise müsste ich da auch hin können, oder? Hinschwimmen können. Aber es ist zu hoch, um sich dran zu hangeln, denke ich mal, ne? So, Frage ist jetzt, wo geht der jetzt hin? Alles gut, alles gut. Geht der jetzt auf die rechte Seite? Wo ist der denn jetzt hin? Da hinten ist dieser Tunnel, ne? Da könnten wir eigentlich auch... Genau. So, machen wir mal Runde 3. Ich hoffe, ich bin jetzt hier noch richtig. Der Typ ist da hinten. Moment mal. Bring es zu Ende. Warum konnte ich den jetzt nicht wegziehen? Oh ja, ich habe sie gefunden. Wow. So geht's auch. Bist du okay? Etwas taub, aber mir geht's gut. Gut. Wieso ist die taub? Wegen dem Wasser? Weiter geht's. Also ich würde sagen, wir haben gut Munition gespart. Das braucht man zwar nicht, aber ich fand es trotzdem ganz cool. Die Frage ist jetzt nur... Konnten wir jetzt gerade mit der reden? Ach, da müssen wir hoch, glaube ich, ne? Ich fand es nur komisch, dass wir den Typen... Nein, du sollst nach rechts springen. So. Dass wir den Typen zwar... Oh, okay. War das gewollt? Ich bin mir nicht sicher. Dass wir den zwar am Ende da runterziehen konnten, aber am Anfang nicht. Oha. Oh je. Was zum Teufel ist das? Okay, mal sehen, was passiert. Die Statue bewegt sich. Sehen wir mal, wie das funktioniert. Normalerweise würde ich es weitermachen, aber ich denke mal, das wird noch ein bisschen dauern. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen erstmal rumprobieren müssen in der nächsten Folge. Und ja, sehen dann das Statuenrätsel sozusagen, oder das Ritterrätsel kann man ja eigentlich fast sagen. Naja, ob es ein Ritter ist, bin ich mir nicht sicher. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.